Herzlich willkommen beim MOOC Lehren und Lernen mit digitalen Medien 1. Mein Name ist Martin Ebner und ich bin Leiter der Abteilung Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität in Graz. Im MOOC bin ich zuständig für die Kursorganisation, für die Kursumsetzung sowie auch für den Fachbereich der Bildungsinformatik. Und auf die Frage hin, was bedeutet Lehren und Lernen mit digitalen Medien für mich, würde ich immer antworten, Bildung zu ermöglichen und zugänglich zu machen und das zeitunabhängig, ortsunabhängig und unter Verwendung verschiedenster didaktischer, innovativer Möglichkeiten. Hallo, ich heiße Simone Adams und bin Mediendidaktikerin am Zentrum für Digitales Lehren und Lernen der Universität Graz. Im MOOC bin ich zuständig für Inhalte rund um Mediendidaktik, Mediennutzung und digitale Barrierefreiheit. Lernen und Lernen mit digitalen Medien ist für mich eine gute Möglichkeit, um individuellen Lernbedürfnissen entgegenzukommen. Hallo, mein Name ist Stefan Pasterk und ich bin vom Informatik-Didaktik-Institut der Universität Klagenfurt. Im MOOC bin ich für den Bereich Computational Thinking zuständig und Lernen und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich, neue Möglichkeiten im Unterricht einzusetzen und diese gewinnbringend zu verwenden. Herzlich willkommen bei MOOC Lehren und Lernen mit digitalen Medien 1. Mein Name ist Martin Teufel und ich bin Leiter des Instituts für digitale Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Im MOOC bin ich zuständig für die Konzeption sowie für die Abhaltung einiger Übungsgruppen an der BH Steiermark. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich die Integration von aktueller digitaler Technologie in der Lehre. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nora Ulbing und ich bin Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Kärnten. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich, in diesem Kontext entsprechende Medienkompetenzen für den eigenen Unterricht zu entwickeln. Ich darf Ihnen viel Erfolg wünschen. Hallo, mein Name ist Katrin Otterkess. Ich bin am Institut für Bildungsforschung und Pädagoginnenbildung der Universität Graz im Arbeitsbereich Lernen und Lernen und digitale Transformation. Im MOOC bin ich ganz besonders dafür zuständig, mich mit Theorie und dem Einsatz von digitalen Medien auseinanderzusetzen. Und das ist auch genau das, was mich besonders interessiert, nämlich die kritische Auseinandersetzung, wie und wann und wo digitale Medien wirklich optimal im Unterricht einzusetzen sind. Viel Spaß und alles Gute! Hallo, mein Name ist Michael Fasching. Ich arbeite an der Universität Graz am Institut für Bildungsforschung und Pädagoginnenbildung. Und im MOOC bin ich zuständig für digitale Kompetenzen und Fake News. Und ganz besonderes Interesse habe ich daran, einerseits die Freude am Ausprobieren und am kreativen Einsatz mit digitalen Tools zu vermitteln und andererseits auch Handlungsoptionen zur Bekämpfung und Früherkennung von Fake News aufzuzeigen. Gutes Gelingen. Hallo, mein Name ist Nina Lomnik von der Universität Klagenfurt, genauer gesagt dem Institut für Informatikdidaktik. Im MOOC werdet ihr mich sehen im Bereich des informatischen Denkens, genauer gesagt in der Modellierung. Lernen und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen für das eigene Lernen und Lernen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Elvira Michalitz-Hanbauer. Ich arbeite an der privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Im MOOC bin ich zuständig für die Darstellung der Lernplattform LMS.at. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich, mit innovativen Möglichkeiten die Studierenden bestmöglich auf die Anforderungen der modernen technologischen Welt vorzubereiten. Hallo, mein Name ist Andreas Bullin und ich bin Informatikdidaktiker an der Universität Klagenfurt. Im MOOC war ich für die Konzeption verantwortlich und bin auch verantwortlich für den Bereich des informatischen Denkens. An der Lehrveranstaltung Lehren und Lernen mit digitalen Medien sieht man sehr schön, wie wichtig der Bereich der angewandten Informatik für die Gesellschaft ist. Hallo, mein Name ist Manuel Feldbaumer vom Zentrum für Digitales Lernen und Lernen an der Universität Graz. Ich bin Mediendidaktiker und zuständig für die didaktische Konzipierung der Inhalte im MOOC. Und digitales Lernen und Lernen bedeutet für mich, einmal experimentierfreudig zu sein und auch diese Tools passend für meine Zielgruppe auch umzusetzen.